Herzlich willkommen bei Nerdplay, dem Cosplay-Podcast von Nerdizismus. Ich bin Lea und ich bin heute nicht alleine. Ich habe natürlich auch die zauberhafte Javanna am Start. Hallo, Javanna. Hallo, 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 liebe Lea und hallo, liebe Zuhörer. Wir sind ja. endlich mal wieder am Start mit einer zu Hause aufgenommenen Folge und nicht live von der CON. Deswegen auch wieder eine exzellente Tonqualität für euch. Ja, ist auch mal total spannend, endlich wieder von zu Hause aufzunehmen heute. Obwohl ja jetzt wieder einige Cons starten. Also wenn ihr den Podcast hört, sind wir wahrscheinlich mitten in der CON-Phase. Aber da reden wir auch gleich drüber. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich Orin Cosplay. Hallo Orin, schön, dass du am Start bist. Hallo zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf. Hey, natürlich. Ja, apropos, äh, du äh, hast uns oder wir haben uns, wir beide haben uns auf der Comic Con in Dortmund persönlich getroffen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen darüber, dass du gern mal äh, äh, auch beim Podcast dabei sein mh, äh, würdest, einfach weil du den cool findest. Wie, das, was ich so spannend finde, ist, wie hast du uns gefunden? Oh mein Gott, ich fühle mich ja, immer so ich klein ich und gefunden. unbekannt. <laughs> Hallo, wir sind Birdplay, ja. wir sind einer der größten Cosplay-Podcasts hier. <laughs> ich weiß, aber ich bin doch verschüchtert. <laughs> ah ja, du und schüchtern, okay, erzähl mir was Neues. So, Orin, deine, deine Bühne. <laughs> ja, wie habe ich euch kennengelernt? Ich habe mich mal generell umgesehen, was ich auf Spotify an Cosplay-mäßigen Podcasts finde. Und da bin ich dann über... Äh, Nerdplay gestoßen und ja, seitdem hängen geblieben. Hab mir dann ja, cool. so ziemlich alle Folgen angehört und ja, uh. seitdem yeah. dabei. <laughs> dann weißt du ja auch ganz bestimmt, dass wir unseren Gästen am Anfang immer eine Frage stellen. Und zwar ja. auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist denn dein Nerdfaktor? Das kommt auf das Universum an. <lacht> <lacht> Da gibt es verschiedene. Wenn ich sagen müsste, Harry Potter bin ich 9 bei einer 9,5. 9,3 Viertel, bitte. bitte. Ja, <laughs> 9,3 Viertel noch <laughs> am 6. <laughs> Nehmen wir 9,3 Viertel. Ja. Bei mdc universum würde ich mich bei einer 8 einstufen. Marvel bei einer 7. Ja, und generell so der Nerdfaktor. Sechseinhalb. Oh, Ganz alte, würde schön. Ich sagen. Hoch, würde ich sagen. Ja, ich sag ja, kommt auf die Universen an. Da. Das ist dann immer so, je nachdem in welchem Universum ich mich gerade ähm, aufhalte, habe ich dann unterschiedliche ja, Skill Level könnte man sagen. Ja, wir haben ja alle auch unsere äh, Nischeninteressen, das macht das Nerdtum ja so schön bunt. Ja. Absolut. Ja, dann lass uns über Cosplay reden. Du hast Gerne. 2018 mit Cosplay angefangen, ist das richtig? Ja, das ist das offizielle Zeit, die offizielle ja. Zeit. <laughs> Ähm, meine ersten Gehversuche habe ich tatsächlich schon 2013 gemacht. Da mm. habe ich das. Ja, das kommt davon, wenn man sofort mit einem Batman ähm, Dark Knight Helm anfängt. Und What? Dann ist, ja, dann ist die Frustration dementsprechend hoch, dass man das Ganze dann noch mal für ein paar Jahre eingemottet hat. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. War das denn äh, deine Motivation quasi damals, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt ein Batman-Kostüm haben oder? Wie ähm, bist du das Ganze angegangen? Ja, also die Wurzeln lagen da drin, dass ich irgendwas Cooles können wollte, weil äh, mein Sohnemann war auf dem Weg und hm. ich habe gedacht, äh, ja, sein Vater muss dann irgendwas können, was andere Väter nicht so können und das, äh, <laughs> da bin ich dann auf Cosplay gekommen. Ey, wie cool ah. ist das denn? Das ist ja mal eine voll geile individuelle Geschichte. Das habe ich auch noch nie gehört, wie man ja. auf Cosplay gekommen ist. Ich finde das ziemlich cool, weil Cosplay ja auch so vielseitig ist, weil da ja super viel zusammenkommt. Das heißt, man kann dann auch sehr, sehr viel weitergeben. Also sowohl handwerkliche Sachen als auch kreatives als auch äh, einfach den Spaß an der Sache und dem Thema an sich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte halt einfach irgendwas können, was nicht jeder Papa drauf hat und ja, es ist halt schon so eine cooler Gedanke, so ein cooler Gedanke gewesen, einfach mal sagen zu können, zu Karneval zum Beispiel in der Schule oder wenn man irgendwas in Halloween ansteht, dann dass man das Kostüm dann selber machen kann für, für seinen Sohn. Und äh, ja, da sind auch schon ein paar bei rumgekommen. Oh, da hat der Kleine die besten Kostüme im ganzen Umkreis. Ja, also sein Darfst Asterix uns, Ich wollte nämlich gerade sagen, kannst du uns verraten, was das so für Kostüme waren? Ja, also er hat zwei Hype-Charaktere gehabt. Ähm, das eine ist eher, ja, gut, ich will jetzt nicht verteufeln, dass es einfach nur eine Mädchenserie ist. Miraculous Ladybug, da ist er auf Cat Noir hängen geblieben. Ja. Voll super, das ist keine Mädchenserie. <laughs> ich sag ja, ich habe sie mir auch angeguckt. Also von daher Eben. bin ich einfach offen. Und ähm, Asterix hat er dann wow. auch noch gehabt. Ja, cool. ja Asterix mit wird auch in, äh, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ich bring den Asterix-Helm auch mit nach Stuttgart. Cool. Ich werde ja am äh, Freitag da anreisen und dann äh, einen eigenen Stand haben und da ist dann auch der Asterix-Helm. Ja, perfekt. Da wollten wir mit dir sowieso drüber reden, über die ja. comic con in Stuttgart. Ja, gerne. Wenn wir das ja ausstrahlen, ist die zwar schon vorbei, weil wir die dann wahrscheinlich ja. an dem darauffolgenden Montag senden, aber wir sind ja mhm. auch da und deswegen können wir uns dann persönlich nochmal sehen. Ah, mega cool, auf jeden Fall. Ja, wir kommen auf jeden Fall zu dir am Stand vorbei. Den Asterix-Helm will ich sehen. Vor allem, wenn das, wenn das Kindergröße ist. Wie geil ist das denn? Ja, das ist tatsächlich mit einem äh, Tape-Dummy an seinem Kopf. Da habe ich ihm eine Frischhaltefolie äh, an den Kopf, also so <laughs> oben über die Stirn okay. gewickelt und dann das Ganze mit Tape dann abgetaped. Und dann habe ich ihm da wirklich anhand seiner Kopfform dann diesen Helm gemacht. Sehr cool. Ja. Aus Foam dann auch wahrscheinlich, oder? Ist aus Foam, ja genau. Was ist das denn so für dich ein Gefühl, mit einem eigenen Stand auf der Comic-Con im Cosplay Kingdom zu sein? Wie, wie fühlt sich das an? Boah, das ist jetzt das erste Mal für ja, mich. Ja, Das ist einfach, <laughs> einfach der Wahnsinn. Aber irgendwie ist auch ein bisschen, ein bisschen Druck da, dass ich das äh, auch alles gut hinkriege, weil Ach, wie gesagt, das ist Sorgen. das erste Mal und ja, ich gehe nicht davon aus, dass alles mega perfekt laufen wird. Aber warten wir es ab. Das Schöne <laughs> und das ja. ist ja, dass es auf mich zukommt. Das Schöne ist ja dadurch, dass du äh, viel craftest, hast du ja Props, die du als Deko an Stand äh, tun kannst. Das heißt, du wirst da schon mal nicht äh, unangenehm auffallen oder so, weil du gut dekorieren kannst und dann die Leute auch Interesse haben. Jemand, der ja zum Beispiel nur näht für seine Kostüme, kann ja gar nicht so viel ausstellen, weil so viele Mannequins kann man ja auch nicht um sich herum aufstellen. Ja, mit, Nä mit Nähsachen, da stelle ich mir das auch ein bisschen schwieriger vor. Da braucht man wirklich immer ein Mannequin für oder irgendwas, was die Kleidung dann halt ausfüllt. Und äh, ja, das ist das Schöne bei Foam. Das steht auch teilweise von alleine <laughs> und hat dann mm. auch die Form, die sie haben soll. Ja. ja, lass uns mal so darüber reden, wie man überhaupt als Cosplay-Gast auf eine Convention eingeladen wird. Also hast du einfach eine E-Mail bekommen, haben die dich auf Instagram angeschrieben oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe den Stand tatsächlich bei Last Geek Tonight gewonnen. <laughs> ich war im Twitch-Stream drin gewesen. Nein, wie geil ist das denn? Ja, ja Grüße <laughs> gehen raus an Last Geek Tonight. Cool. <laughs> ja, ich habe den Stand tatsächlich bei einem Gewinnspiel äh, bei einem Twitch-Stream gewonnen und ja, seitdem. Was musste äh, man da machen? War das einfach zufällig ausgelost oder hast du dafür was Tolles äh, geschrieben, war, performt, gezeigt? Nee, das war tatsächlich einfach ein Raffle, was man macht. Raffle ist dann halt Gewinnspiel. Das schreibt man dann slash Raffle. Und dann nimmt man an so einer Auslosung, also Zufallsauslosung teil. Boah, aber ich cool hab das, da ja. nochmal richtig Glück gehabt, weil ursprünglich hat den Stand tatsächlich jemand anderes gewonnen. Der hm. hat aber nicht aufgepasst, was er... Ah. Was er für ein Gewinnspiel macht. Und, ja, Sorry, gehässiges Lachen. Echt, alles gut. Das war Großartig. mein Glück. Ja, total, ähm, das ist ja richtig schön. Ja, also er hatte dann das Gewinnspiel gewonnen und hatte dann erstmal festgestellt, ey, wie, ich habe im Stand gewonnen. Ich kann mit dem Stand nichts anfangen. Und einen Tag später hatten sie dann noch mal eine Folge gemacht. Dann hatten sie die ganzen Teilnehmer noch mal auf einen Zettel geschrieben. Den dann in eine Schüssel gepackt, habe die Schüssel durchgemischt und dann wurde ich gezogen. Ich habe das ja, auch gar wohl. nicht mitgekriegt. Ich war da mit meiner, mit meiner Freundin und meinem Sohn an der Möhnesee spazieren und auf dem Weg nach Hause bekomme ich auf Instagram viele Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch, Orin. Ich denke mir, wie, hä, was? Und auf einmal, ja, bekomme ich dann Nein. von Last Geek Tonight Post, ja, du hast äh, den Stand gewonnen. Ich sage, wie, Aber. der war doch, der war doch gestern schon ausgelost. Ja, nee, das wurde ah. neu gemacht, ja. Super, ja super. super cool. Da hat der ursprüngliche Gewinner wahrscheinlich einfach gedacht äh, Gewinnspiel Hauptsache teilnehmen ohne zu ja. wissen was man gewinnen kann. Richtig. Ja. Und äh, kannst du es uns so ein bisschen verraten ja wie das im Hintergrund dann abläuft? Also hast du bestimmte Vorgaben? Sagt die Convention zu dir bitte bring doch dieses Kostüm mit oder dieses Prop oder darfst du das echt alles so gestalten wie du willst? Also in meinem Fall war das mir frei. Was ich mitbringe, mhm. aber ich kenne das auch von der anderen Seite. Da werden dann auch tatsächlich zum Teil auch mal Leute dann explizit auf das Kostüm angesprochen, da ich ja momentan an Aquaman arbeite, an den Film Aquaman. Der ist zum Glück auch fast fertig, bis ja. auf die Schuhe. Die habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich glaube, das kann man verkraften. <laughs> ja. ja. Auf der Convention Schuhe. braucht man eh bequeme Schuhe. Ja, das Problem ist, ich habe die Rüstungsteile für die Schuhe nicht mehr geschafft, weil ich habe da, ja, ich arbeite halt nur in meiner Freizeit an dem Ganzen. Ja. Das sind meistens immer zwei, drei Stunden in den Abendstunden. Gut, momentan mhm. sind es deutlich das mehr. Kenn ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, ähm, aber wie gesagt, bei mir wurde dann halt auch Aquaman dann angekündigt, weil ich gesagt habe, ich bringe den mit. Ja Und, gut, okay, da ist der Druck da natürlich groß, den fertig zu machen. Ja, genau. <laughs> aber genau. ganz ehrlich, Schuhe, wenn du an einem Stand stehst, ganz ehrlich, wer sieht denn da deine Schuhe? Nie ja, <laughs> wenn ich vorne stehe, vor dem Stand ist das wieder was anderes, aber ja, ich sag mal, ja. das Wichtigste sieht man einfach. Ich werde halt genau. bei den Fotos, wenn mich jemand dann fotografiert, würde ich wahrscheinlich auch sagen, aber bitte, möglichst nicht die Füße. Ich habe da zwar <laughs> den kompletten Suit sozusagen, aber es okay. fehlen halt die Rüstungsteile an den Schuhen, weshalb ich auch nicht an dem Contest teilnehmen werde. Scheiße. Ah. Ich hatte vor, aber, ja, ich, ich wollte. Ich sitze nämlich in der Jury wahrscheinlich. Äh. Ja, ich wollte dran Nein, teilnehmen. Nein, wir machen hier eh keine, äh, keine. Wie nennt man das ja, F Was meinst Fettern, du? Keine Klüngelein? Ja, genau. Klüngelein. Im Kölschen genau. sagt man Klüngelei. Klünge, ne? <laughs> Klüngel. <laughs> Aber vielleicht klappt es ja dann nächstes Jahr, wenn das Kostüm dann ganz fertig ja. ist. Das sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Also, als ich da diese einzelnen Scales gesehen habe auf deinem Instagram-Account, da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Ich dachte, <laughs> boah, wie viele Arbeitsstunden sind denn da ja, drin? Jede Menge. Ja, das glaube ich. Ja. Also, es ist richtig cool. Müsst ihr unbedingt mal auschecken, einfach auf <laughs> Urien Cosplay auf dem Instagram Kanal. Wir sagen natürlich nachher eh noch deine ganzen Kanäle und alles, aber falls jetzt jemand schon denkt so, oh mein Gott, was wie sieht es aus? Einfach direkt abchecken. Es ist so geil. Hast du diese einzelnen Scales einzeln ausgeschnitten und aufgeklebt? Nein. Das Ach, sehr gut. Nicht. Nein. Sehr gut. Nein, ich habe ich, gerade ähm, schon Angst. Ich habe <laughs> Ich habe das große Glück, dass ich ähm, bei Formlord.de mit im Team bin und oh. die haben mir die erste Ladung Schuppen nach meinen ähm, Entwürfen ausgeschnitten mit einer oh, Was war das Wasserdampfstrahlmaschine oder wie die heißen? Oh ja, die sind cool. Ähm, das kenne ich gar nicht. Ja. Da hatte ich aber zu wenige und dann hatte ich das große Glück, dass äh, ein sehr guter Freund von mir sich einen Lasercutter gekauft hat und der Ach, hat dann Hammer. den Nachschub gemacht. War weil krass. ich die Scales auch noch weiter ausschneiden müssen, da wäre ich wahnsinnig geworden. Aber es war tatsächlich mhm. mein Ursprungsgedanke. Ja, ja das, halt wir kennen das. Mm. Wir mm. kennen das Problem, denn die Lea hat mal Elsa gemacht und hat das ganze Korsett <laughs> auch aus einzelnen Teilen zusammengeklebt ah, Mit tausend Schichten Leim, ey. Ouch. Konnte sich nachher nicht mehr bewegen. Ja. Hm, also. ja, Oder wir kennen das ich. auch mit 1000 Glitzersteine aufkleben. Ne? Also ähm. von da, ja. ja, 1000 Glitzersteine habe ich auch schon mal im Kostüm gesehen. Das, oh Mann. Ja, das ist der Wahnsinn. Es ist Und deine äh, Aquaman-Perücke nimmst du die, die du schon von, von deinem vorigen Kostüm hattest? Oder hast du da nochmal was Neues gezaubert? Nein, Oder nein. Oder nimmst ich, du deine eigenen Haare? <laughs> nee, die eigenen nicht. <laughs> Ich die hab, sind nicht voll genug, hat er mir letzte Mal ja. schon verraten. Ja, zum einen das und zum anderen habe ich ja mittlerweile einen Undercut, den ich gerade wieder rauswachsen lasse. Aber, ja, genau, stimmt. Ja, ich habe die Haarfarbe auch nicht so hingekriegt. Ich war mal beim Friseur und wollte mir die so färben, tatsächlich, weil das ja schon was äh, Langfristiges ist, Aquaman. Bei mir. Das ist ja eigentlich mein, äh, mein erstes Cosplay, was ich überhaupt gemacht habe. Dein Signature-Look sozusagen. Könnte man sagen, ja. Dann hatte ich eine Phase, wo ich sehr viel JC McCree gekostet habe aus Overwatch. Den mm. haben sie ja jetzt umbenannt. Ich weiß nicht, ob die Story bekannt ist. Ähm, ja, wegen dem, weil der, weil der ja nach dem Mitarbeiter benannt ist, der sich daneben benommen hat. Ja, genau. Ich finde es halt blöd, dass der Name trotzdem ge geändert wurde, weil, ja, das an einem Namen festmachen, ja, gut. Jeder hat da wahrscheinlich seine eigene Meinung zu. Mm. Ähm, ja, aber ähm, es hat mich dann halt jetzt so Mitte. 2000, Mitte 2000 hat es mich dann gepackt, äh, dass ich den Aquaman einfach machen wollte. Und äh, ja, jetzt habe ich es einfach durchgezogen. Und ja, den werde ich jetzt wahrscheinlich... Viele, 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 viele Konstagen. Ja. <laughs> du, ich kenne das. Also, wenn man irgendwie mal so ein Cosplay hat, was viel Geduld braucht, viel Zeit, viel Geld, dann trägt man das halt auch häufiger. Als ich damals meine Harley Quinn gemacht habe, habe ich die, glaube ich, zwei Jahre auf jeder Con getragen. <lacht> ja, <lacht> Von daher, dachte, ja. ne? Das ist ganz normal. ja Und der steht dir auch vor allem super. Also dieser Look. Immer, wenn ich diese Fotos sehe, denke ich mir, jo, das ist Aquaman. <lacht> <lacht> ich finde, die Augenbraue, so es ist Bart. die Augenbraue. Die Augenbraue, genau, die Augenbraue. <laughs> ich wollte nämlich gerade sagen, der Bart und die Augenbraue. <laughs> ja, das ist aber nur das Kolodium, das die Augenbraue so aussieht. <lacht> Aha. <lacht> Man ja, muss sich wobei... halt zu so helfen wissen. Ja. Mm. Wobei ich denke mal, ich werde jetzt für den für die Con werde ich wahrscheinlich tatsächlich mit äh, mit so einem Augenbrauenrasierer so einen Cut machen. Ah ja. Ja, muss man halt immer gucken, ne? wie man, ja, wie man es, das möchte. Es sieht besser aus, weil man hat da äh, das. Es Cholodium sieht so schön voll geil aus. <laughs> es sieht so geil aus. <laughs> ja. Echt <ins> Hammer. <laughs> Ja, also. Wir wollten auch tatsächlich genau darüber mit dir auch noch reden, mit Aquaman und so und äh, deinem Jesse McCree und vor allem auch der Joker, weil das ja auch so ein Kostüm ist, das du sehr häufig auch getragen hast. Ähm, zum Beispiel auch auf Fotos mit der Jasmin zusammen, die war ja auch schon hier bei uns im Podcast. Das fand ja. ich sehr interessant. Also immer sehr lustig, wie die Cosplayerinnen sich untereinander halt alle so kennen. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber da ist auch Aquaman dran schuld. <laughs> Ja. <laughs> 2019 auf der CCXP, da wollte ich einfach nur Foto mit ihr machen und auf einmal hat sie mich danach in meinem Instagram gefragt. Hm. Wollte sie dann wissen, wer ich bin. Und ja, so kam man dann halt ins, ins Gespräch. Und seitdem hat man dann Kontakt. Ja, ja witzig. witzig. Joker ist auch witzig. aus einem Spaß entstanden. Ah. Ja. <laughs> sie hat ja Aber irgendwann Halle wieder ausgegraben. Genau. Ne? Da hat sie ja mit dem kleinen Damon dann äh, Fotoshooting gemacht und dann meinte ich da mal so aus Spaß, ich glaube, ich sollte meinen Joker doch tatsächlich mal anfangen. Ja, und dann mhm. hatte ich eine Privatnachricht und dann, ja, nahm <laughs> das so seinen <laughs> Lauf. Sehr cool. Ja. Ja, ja lustig. Auf der <laughs> Con waren wir nämlich auch äh, einen Tag mit Jess zusammen. Mhm. <laughs> also, vielleicht haben wir uns da schon unbewusst irgendwo mal gesehen oder ist man sich über den Weg gelaufen. Ach, bestimmt. <laughs> ja. Ja. Ja, wir wollen heute auch vor allem über zwei Themen reden, die ich persönlich sehr prägnant auch finde, so für dein Auftreten im Internet. Das ist mhm. einmal Crafting. Wie gesagt, wir haben ja gerade schon über den Aquaman-Anzug geredet. Und natürlich auch das Thema Twitch, weil Twitch immer beliebter wird, gerade auch bei CosplayerInnen und so. Und du streamst ja auch sehr viel. Du zeigst da, wie du dein Aquaman-Kostüm beispielsweise gerade machst. Und du sagst vor allem, dass du fast alles aus Form bauen kannst. Ähm, kannst du uns da mal erzählen, warum du denn am liebsten mit Form arbeitest? Liegt es wirklich daran, dass du da so gute Beziehungen hast? <laughs> nein, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eigentlich auch äh, einfach so entstanden, weil Formlord zum Beispiel ist ja jetzt äh, neu, ist ja noch ziemlich neu. Und ich habe das mal durch Zufall angezeigt bekommen auf Instagram. Da dachte ich mir, oh, neuer, neuer Cosplay-Shop, okay. Da habe ich da geguckt, die waren dann gerade noch im Aufbau. Und dann habe ich halt auch immer bei denen Geliked, wenn die ein Bild gepostet haben und habe mhm. mal ein klein wenig Schriftverkehr gehabt und irgendwann kam die dann halt auch auf mich zu. Aber tatsächlich mit Foam habe ich ja schon vorher immer gerne gearbeitet. Weil, ja, wie soll ich sagen? Es hat ja mit Rüstung angefangen. Ich habe ja damals mit Batman starten wollen. Ja. Ich wollte unbedingt eine Batman-Call machen. Und dann hatte ich mich erkundigt, was nimmt man denn da überhaupt für Material? Mhm. Und als erstes bin ich über Latex gestolpert. Da dachte ich mir, boah, nee, ich habe jetzt keinen Bock hier ja. irgendwas aus Latex <laughs> zu gießen. Na? Richtig, richtig. Ja, und dann äh, habe ich mich noch weiter umgesehen und irgendwann bin ich dann über Foam gestolpert. Und dann hatte ich aber überhaupt noch keinen Plan, wie ich das überhaupt starten soll. Und dann habe ich über YouTube dann meine ersten Gehversuche gemacht. Da habe ich dann halt erstmal geguckt, wie funktioniert das überhaupt, was brauche ich dafür. Und dann dachte ich mir, okay, äh, scharfes Messer, Kleber. Heißkleber. Mm. Damals war es noch Heißkleber. Ähm, ja, das habe ich mir dann so <laughs> zugelegt und dann dachte ich, ich, ich mir, okay, yeah, yeah, let's go, ne? Ja, dann habe ich das zusammengeklebt, das Ganze, aber ja, da haben halt diese ganzen Gesichtskonturen, das hat halt alles gefehlt und da waren Lücken drin, ne, die habe ich nicht schließen können, richtig. Weil man kennt ja Heißkleber, der ist so ein bisschen störrisch. Ja, klar. Ne? Ja, und ja, das wollte, wollte alles nicht so wirklich. Und dann habe ich da kurz darauf dann wieder das Ganze eingemottet habe mich dann noch weiter belesen über ungefähr einem Jahr, aber dann habe ich mich nicht mehr getraut irgendwann zu starten, weil ich mir dachte, das sieht sowieso wieder scheiße aus. Ich kann das auch nicht so gut. Oh. Ja, also ich war wirklich ähm, sehr frustriert sehr am Anfang. Perfektionistisch auch. Ja, von Anfang ne? an und das hat ja. sich auch bis heute nicht gebessert. <laughs> <laughs> ja, das ist aber ja häufig so, dass man äh, Gerade je älter man wird, so als Kind probiert man alles irgendwie aus und weiß ja, man muss alles lernen. Und als Erwachsener möchte man irgendwie alles von Anfang an direkt können. Ja. Oh, mein allererster Versuch, warum sieht das denn nicht perfekt aus? Ja, weil es dein allererster Versuch ist, wie wäre es mit Übungen, macht den Meister und so ja, weiter. genau. Ja, ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Oh, das tut leid. <lacht> genau, ist <laughs> alles gut. Ach ja, genau, ich war bei YouTube gewesen und da habe ich mir erstmal ein bisschen genau. Wissen angeeignet und sowas. Und irgendwann gab es dann ja auch so diese ersten Twitch-Livestreams damals. Ja. Und ähm, die habe aber nicht ich gefunden, da hat mich tatsächlich meine meine Freundin draufgebracht. Hm. Die saß da irgendwann abends und sagte, so, hör mal, du interessierst dich doch für Cosplay. Ich sage, ja. Ja, ich habe hier zwei Mädels, die sind am Craften. Ne? Also sie hat gesagt, am Basteln. Ne? Hier ja, basteln ja. gerade zwei Mädels mit diesem mit diesem Formzeug rum, was du dir da gekauft hast. Weiß ja nicht, wenn du da jetzt noch geil. Bock drauf hast, dann guckst du dir doch mal an. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, da soll ich die Namen nennen, wer das war? Natürlich. Kann ich das? das? Ja. Natürlich. Das sind, äh, das waren damals Kira Las Vegas und Monono Cosplay. Ah, nein, wie geil die Kira. Ja, grüße Kira, falls ja. du gerade zuhörst. Die saßen dann irgendwo. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, das war bei Kira zu Hause. Saßen die am Schreibtisch. Zu, zu ja, zweit sein. und waren, waren dann da am Craften gewesen und da habe ich meine, meine ersten Gehversuche gemacht und irgendwann kamen dann mehrere dazu, dann hatten sie eine Zeit lang so eine Truppe gehabt, das war dann bei mhm. Jade Fox, kennt ihr die auch? Ja, ja? schon mal gehört vom Namen. Ja, ähm, die hatte dann damals so also, Abende veranstaltet, dann saßen die an einem großen Tisch, die Kamera war dann so in der Mitte. Und dann saßen die da mit fünf, sechs Mann und haben da gecraftet. Und da habe ich mir das genau. halt angefangen alles abzugucken und sehr viel nachfragen, tausend dumme Fragen gestellt und Notizen es gemacht. Gibt keine dummen ja. Fragen. Ja, genau. es gibt nur dumme Antworten, stimmt. <laughs> ja. Und dann irgendwann bin ich auf meinen, ich nenne ihn einfach meinen Mentor gestoßen, Evil Ted Smith aus Amerika. Mm. Oh. Mit dem äh, habe ich dann sozusagen, ja, mit seinen Streams habe ich dann alles, alles gelernt. Und dann habe ich mich wieder richtig richtig dran gesetzt und der hat dann halt diese ganzen Kniffe immer gezeigt, das macht er heute noch super. Da bin ich ihm auch immer noch sehr dankbar für, weil ohne ihn würde ich äh, das Ganze heute gar nicht machen. Wahrscheinlich. Wow. Ich würde das nicht so gut können. Und ähm, ja. Krass. Krass, das ist so. krass, krass. Ja, der macht ja auch so viele ähm, Templates und sowas. Genau. Ne? Und genau. Äh, echt sehr spannend. Also, ja, YouTube-Videos und mega cool. ähm, erklärt auch sehr gut, äh, auch in seinen ja. Streams, wenn man da ist. Also, Leute, wenn ihr das lernen wollt, einfach Twitch-Streams gucken, YouTube-Tutorials, mehr braucht ihr dafür nicht. Ja, und vor allem Learning by Doing. Ne? Richtig, halt das, das ist einfach Try ausprobieren, and Error. Ausprobieren, ausprobieren. Das ist es halt. Das war bei mir auch immer so eine Sache. Ja. ja. Das Schlimmste, was ich immer höre, ja, ich habe da keine Geduld, kein Talent für. Also zum einen, ich habe Geduld dadurch gelernt. Ich bin davor mhm. nämlich ein richtig, richtig aufbrausender Typ gewesen, der keine Geduld hat. Da muss alles immer sofort fertig sein. Und ich habe das tatsächlich durch das Hobby gelernt, geduldig zu werden. Und äh, vor allen Dingen auch immer, ja, du hast so ein Talent, du hast so ein Talent. Talent ist nicht, ist, ist man braucht kein Talent, das ist alles Übung. Talent, das stimmt, Talent ja. ist lediglich ein kleiner Vorteil am Anfang, den man hat. Ja, das stimmt. Das äh, finde ich auch super interessant, dieses Thema Ja, Talent. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt einfach eine Lernsache. Richtig. Man kann das lernen. Man muss sich halt damit beschäftigen, man muss die Zeit aufbringen, man muss Geduld haben. Manchmal muss man natürlich auch finanziell ein bisschen besser bestückt sein, wenn man sich bestimmte Dinge halt leisten möchte. Ne? Ja, kommt. Das ist immer so. Genau, das kommt halt immer drauf ja, an. Ne? Genau. Also Du kannst halt nicht, wenn du kein Geld hast, dir irgendwie jetzt direkt sagen, ich will ein Proton-Pack von <laughs> Ghostbusters oder sowas machen. Das wird dann sehr schwierig. Ne? Also man muss halt irgendwie dann immer ein bisschen gucken, wie, was, wo es einen dann hinträgt mit der Zeit. Ja. Und was auch äh, wichtig ist zu bedenken, ist, dass es halt eben nicht nur Kunst ist, für das man ja Talent braucht, sondern halt eben auch ein sehr, sehr großer Anteil Handwerk. Und Handwerk mhm. ist was, was man lernen und üben kann. Genauso wie äh, keine Friseurmeisterin jemals vom Himmel gefallen ist oder äh, ein Maurer oder ein Tischler. Ne, das sind ja. alles Übungssachen. Und äh, wir, ich habe es ja eben schon gesagt, sind als Erwachsene halt leider da oft sehr ungeduldig, weil wir immer alles direkt perfekt können wollen. Aber äh, <laughs> Übung, Übung, Übung. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich an meine ersten Schneideversuche denke. Das mit heute vergleiche, in den Streams habe ich schon sehr oft, bin ich gefragt worden, sag mal, wie kannst du deine Hand so ruhig auf der Linie führen, wenn du das Ding ausschneidest? Ja, das, das Muster. Ich habe einfach gesagt, Übung. Und wenn ich daran denke, als ich meine ersten Schneideversuche gemacht habe, ich habe keine gerade Linie hinbekommen. Ich habe anfangs mit einem Lineal geschnitten. Tatsächlich. Oh, wow. Gerade Sachen habe ich mit dem Lineal geschnitten. Heute denke ich mir, ja, es ne? ist ganz selten, dass ich das heute noch mache. Außer ich will es wirklich hundertprozentig gerade haben, weil das gerade so eine besonders sichtbare Stelle ist. Dann schneide ich das noch mit einem Lineal, wenn es eine gerade Stelle ist. Aber ansonsten mhm. mache ich das alles freihand mittlerweile. Auch Winkelschnitte habe ich am Anfang auch das Lineal angelegt und dann das, das Messer auf dem Lineal gelegt, also auf, auf so ein Stahllineal, damit ich überhaupt in der Lage bin, eine, ja, ich sage immer, 45-Grad-Schnitt zu machen. Ob es jetzt mhm. letzten Endes wirklich 45 Grad ist, ja, gut. Ich, ich kontrolliere <laughs> das, das nicht. Es sieht es <laughs> so aus wie auf, den, wie auf dem Referenzbild, bin ich zufrieden. Ja. 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 Und vor allem, du machst ja auch super viele Waffen oder hast du früher zumindest gemacht, wenn man jetzt mal weit in deinem Instagram irgendwie runterscrollt. Ja, ich habe mit also, einzelnen das Props Also da wollte ich nämlich gerade noch fragen, Ja, genau, das wollte ich nämlich wissen, ob du damit halt so ein bisschen angefangen hast, finde ich. Ja, ich, ich. ich habe mit Props an machen angefangen, weil ich äh, selber ich war das eigentlich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal cosplaye. Ich habe <laughs> nämlich eigentlich nur angefangen, Sachen zu basteln, damit ich mir die Bude schön machen ja. kann oder damit ich halt, wie gesagt, Geil. Dinge für andere machen kann. Richtig ja, gut. weil ich sagte mir mal, was soll ich, was soll ich Vogel denn äh, Cosplayen groß, ja? <laughs> ja. Ja. Und irgendwann saß ich hier abends, war am craften und da äh, meinte meine Freundin irgendwann mal so zu mir, sag mal, willst du nicht auch mal irgendwas für dich machen? sagte also, du machst <laughs> ja immer so Sachen und äh, aber willst du nicht mal selber mit dem Hobby anfangen? Na? Ja. Weil ich habe da am Anfang immer mal hier und da habe ich mal so so kleine Sachen gemacht für Freunde und Bekannte, die haben mich dann halt gefragt, ob ich den mal das und das machen kann. Und ähm, ja, irgendwann sagte sie zu mir: Du machst das immer. Willst du nicht mal selber irgendwann mal was starten? Sie sagt: Ja, was soll ich denn Cosplayen? Und Achtung, hm. was hat sie gesagt? Wer war mein erster? Aquaman. Ja. <laughs> Der ist komplett auf ihren Mist gewachsen. Sie sagte zu mir sofort: jo, Jason Momoa, ne? Bisschen Make-up, ja, bisschen cool. Training und. Äh, ja, gut, ne? Ja. Also. Er hat ähm, die Freundin so ein einen sehr positives Bild von sieht dir. Man ja, ja. Auch, ne? ja so, so kam cool. das dann halt alles, ne? Ja, Hammer. Also, es ist schon interessant, wie sich das bei dir dann entwickelt hat. Ja. Ne? Erst dieses, ja, ich mach das so ein bisschen für andere, guck mal so und dann, yo, I'm voll in. Ja, ja, für Bekannte habe <laughs> ich halt nur, ne? So. Ich hatte ja, ja halt so die ersten genau. Bekanntschaften da geschlossen und die haben mich dann halt mal gefragt ja kannst du mir das mal machen kannst du mir das mal machen da habe ich so ja okay kann ich machen war für mich ja halt Übung ja ne? cool und oh, ähm, natürlich. ja wenn ich an meine erste Convention hingegen denke das war eine, eine Erfolgskatastrophe eigentlich das war die Gamescom 2018 da, <laughs> ah ja gut Gamescom da bin ich oder war es die 17 <laughs> nee 18 war das glaube ich oder Nein, ah, 17, 2017 war das. Da habe ich meinen ersten Versuch gestartet, aber da war ich noch nicht offiziell, habe ich noch nicht gesagt, ich bin Cosplayer. Ich hieß auch damals mhm. ganz anders. Ich habe nämlich als Mr. J Cosplay and Art angefangen. Nice. Ähm, da hatte ich dann den Aquaman zusammen und ich habe dann erstmal meine Kontaktlinsen vergessen. Ich bin Brillenträger. Äh, oh, ja. <laughs> und die Schuhe hatte ich auch vergessen. Komplette Schuhe waren nicht da. Die Armschienen, die Beinschienen war ich da. Ich hatte den Dreizack noch nicht oder in dem Fall war es noch der Fünfzack. <laughs> Justice League Aquaman. Mhm. Das hatte ich erstmal ganz schön, also den Stab hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und ja, Schuhe hatte ich vergessen und dann bin ich halt so über die Icon gelaufen, was ne? auch dementsprechend aus. Ja, aber wahrscheinlich, die meisten Leute haben den Unterschied nicht bemerkt, oder? Ja, ein paar Leute haben, sind halt schon darauf äh, aufmerksam geworden und fanden das dann toll was ich da gemacht habe, aber ja, ich habe mich Eben. halt noch nicht so ganz wohlgefühlt, weil ich hatte alles vergessen, was ich da hatte. Und, ja, das, ah, das ist es nämlich, ne? Dieses Wohlfühlen, ja. dieses selber sich in dem Kostüm wohlfühlen, weil man halt irgendwie was vergessen genau. hat oder sonst was, ne? Das ist ja ganz normal, ähm, wenn man dann irgendwie ein eigenen Anspruch hat und den man dann nicht erfüllt, weil man irgendwie was vergessen hat, das ist das ärgert einen. Ja, das so ist voll sehr, schlimm. Aber es war ja wirklich gesagt auch mein ist, erstes ja, Mal. Ja, es ist aber tatsächlich ja auch einfach nicht so schlimm. Ja. Ne? Also nach außen, denn für einen selber ist es immer eine Megakatastrophe, aber der Gag ist halt, die meisten Leute bemerken es einfach nicht. Mhm. So. Und äh, auch wenn man sich selber dann immer mit den super coolen, krassen Cosplayern vergleicht, die zum Beispiel auf der Gamescom ja auch rumlaufen, in Wirklichkeit sollte man sich lieber mit den komplett unverkleideten vergleichen, weil dann ist man definitiv schon mal eine Nummer cooler. <laughs> ja, man, man sticht aus der Menge <laughs> heraus, ne? Ja, ja. Ja, gut, am Anfang habe ich mir auch die die großen Cosplayer geguckt, dachte mir, ja, das werde ich nie im Leben hinkriegen und ja. Mittlerweile, ich will mich jetzt nicht selbst in den Himmel loben, aber teilweise sitze ich hier auch nicht mehr. Das ist schon ziemlich geilen Scheiß, den du hier machst. Ja, doch. Ja, das, das ist die richtige sagen. Einstellung. Genau so soll man das machen. Ja. Du hattest eben ja auch gesagt, dass du, ähm, na, wie gesagt, für Bekannte und sowas machst. Machst du das denn auch immer noch? Also, das heißt, kann man bei dir Commissions vielleicht auch aufgeben, Leute, die dich nicht kennen? Ja, mittlerweile schon. Aber am Anfang habe ich mich halt nicht ganz so getraut, cool. dass äh, so wirklich. An den Mann zu bringen, aber mit was? <laughs> ja. ja, Das sieht so gut aus. Ich würde mir sofort was von dir machen lassen. Aber das freut mich. <laughs> ja, nee, ja, mittlerweile mache ich das schon. Ich tue das jetzt nicht anpreisen, sondern hey Leute, äh, ne? ich habe das zwar in meinem Instagram-Profil stehen, aber entweder man, mhm. ja, wenn man was haben dann soll man sich einfach melden und dann guckt man. Ja. ja, wenn man ja nur wie du jetzt auch eben schon beschrieben hast in der Freizeit arbeitet, ähm, dann dauert das ja auch immer alles ein bisschen länger, ja, bis wenn man dann den Leuten was liefern ja. kann. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich habe äh, angefangen äh, Würfel zu gießen aus Epoxidharz mhm. und äh, da wurde mir auch von allen Seiten gesagt, ja verkauf die doch mal, pack die doch mal auf Etsy. Und ich dachte immer so, nein, die sind doch überhaupt nicht gut genug. <laughs> und äh, ja, mittlerweile äh, Traue ich mich da schon mehr und habe dann auch äh, die ein oder andere Bestellung im Monat. Ja, das muss man sich einfach nur mal trauen und dann sieht man es. Also, hm. mein erstes Teil, was ich gebaut habe, war äh, ein Headphone von Diva. Und das ja. habe ich dann irgendwann auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Aus. Ich habe das gebastelt. Das da äh, muss man ganz weit runter gehen. Das ist eines der ersten Bilder, die ich gemacht habe. Ja, aber es sieht hammer aus. Es sieht so geil aus. Und ja, für meine damaligen Verhältnisse war das auf jeden Fall nicht übel. Ne? Aber mittlerweile <laughs> habe ich das nochmal geändert. Ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal eins gemacht. Das hat dann auch LEDs drin gehabt. Das war dann, Was? da habe ich das erste Mal LEDs benutzt. Ähm, da bin ich noch am Anfang mit, aber das hat ganz gut funktioniert und das Headset ist auch mega cool ah. geworden. Das war dann für eine ähm, Nano-Cola-Diva. Ja. Und ähm, ja. Ja, aber wie ja, gesagt, ja. so die ersten Versuche waren dann so, ja, waren okay. <laughs> <laughs> Und ähm, arbeitest du mittlerweile auch mit einem 3 d Das Machen ja auch ja, gerade so ein schon sind. schon einiges 3D. Aber bei Aquaman habe ich bis jetzt nichts 3D-gedrucktes. Wäre beinahe mm. passiert, weil ich habe mir am Anfang gesagt, ich kriege die Armschienen nicht hin. Aber ich habe sie jetzt doch letzten Endes aus Form gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt noch aus 3D-Druck mache. Das Problem ist ja, wenn es mal runterfällt, dann ist es halt sehr, sehr schnell beschädigt und. Äh, ah ja, dieses, bei Form hast du das natürlich Ja, manchmal. dieses Geschleife, was man dann die ganze Zeit macht. Also ich mache 3D-Druck sehr gerne, keine Frage. Ich werde auch wahrscheinlich in Zukunft äh, mehr noch mit 3D-Druck machen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel schon einige Sachen, die äh, ich weiß nicht. Bailong Cosplays kennt ihr den? Mhm, ja, ja, der ist ja auch am. Der ist doch jetzt auch ja. genau mit seinem viking Ja, der Film hat seinen Evo dann Start, dabei ne? und er wird auch wahrscheinlich meine Äxte dabei haben, die ich ihm gemacht habe. Sehr geil. Ja. ja, die sehen auch richtig hammer ja. aus. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich so, das sind echt. Ja. Und dann habe ich drauf geklickt zu so, hören. Das dachten viele okay. eher. Boah, ja, und äh, die hammer. Hidden Blade hammer, und die Äxte sind hammer. von mir, die ich da gemacht habe. Ich weiß nicht, ob er die Hidden Blade auch dabei haben wird. Ich gehe mal davon aus. Aber die beiden ja, Props, die, hab, äh, die drei Props habe ich ihm gemacht und, äh, wow. ja ist ja mittlerweile cool. auch ein guter Freund von mir seit seit 2000, ja seit letztem ja seit letztem Jahr Epicon da ja. haben wir uns da äh, richtig gut angefreundet und ja seitdem Voll haben wir gut. da immer wieder Kontakt ja das ja, hat Cosplay immer verbindet <laughs> ja genau. <laughs> und dadurch bin ich auch ein bisschen in die ja ich will nicht direkt sagen Schauspielerei gerutscht aber ich habe halt auch bei Musikvideo ah. habe ich auch mitgemacht Weiß nicht. My mother told me. Habt ihr das mal gesehen? Oder? Ja. My mother cool. told me. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von mhm, Saltatio kenn mortis. Äh, ah, doch, doch. Das habe ich äh, klar. Das ja, ist, da bin ich halt äh, auch mit. Hab, hab, ich habe gerade voll in die falsche Richtung gedenk, äh, gedenkt. <laughs> gedenkt. Voll gedenkt, in die falsche Richtung super, gedacht. <lacht> <lacht> Ey, ich bin schon voll lange wach heute. Ja, macht doch nichts. Alles easy. Ja. Also sehr, sehr cool. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nach dem Podcast noch mal reden, weil ich habe nämlich auch noch eine kleine Anfrage. <lacht> <lacht> können ja. wir machen. Ja, also ich finde es mega interessant, dass du die Leute auch auf Twitch dann so mitnimmst. Ja. Ne? Dass du dann halt sagst, okay, ich habe das damals darüber gelernt und jetzt will ich den Leuten quasi zeigen, wie sie es selber lernen. Ja, können. ich habe es no? ja sehr mühselig noch alles zusammengekratzt, bis ich dann letzten Endes auf Streams gestoßen bin. Und ähm, ich dachte mir irgendwie, ich möchte das halt weitergeben, weil ich finde das einfach so ein tolles Hobby. Ja. Und man kann das selber lernen, ohne dass man da hunderte von Euro für irgendwelche Kurse ausgeben muss. Deswegen dachte ja. ich mir, meine Güte, setze ich mich hin. Ich wollte sowieso mal streamen, dachte ich mir damals. Und äh, ja, Gaming bin ich jetzt nicht der, der absolut beste, was, äh, was das angeht. Ich hatte es zwar eine Zeit lang sehr exzessiv versucht mit League of Legends, aber das hat nie hingehauen mhm. und dann dachte ich mir irgendwann so Overwatch. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann, ja, komm, lass <laughs> das mit dem Gaming sein und äh, mach was Kreatives. Da bringst du ja. auch noch einen Mehrwert für die Leute, die sich dafür interessieren. Und äh, der ein oder andere hat auch tatsächlich schon durch mich dann auch das Form Crafting gelernt. Nice. Ja. Richtig Super gut. cool. Ja, da muss ich auch mal häufiger einschalten. Das hört mich freuen. Gamer gibt auf Twitch genug, aber es gibt nur einen Orin Cosplay Stream, <laughs> der crafted. Ja. Das ist nice. Das ist es. Ja, auf jeden Fall. Ähm, schüchtert dich das denn manchmal ein, wenn du irgendwie einen Fehler machst oder sowas? Dass die Leute das dann halt alles sehen oder ist das für dich eher so eine Chance eben zu zeigen, ja, okay, auch wenn man es gut kann, kann man halt trotzdem Fehler machen und Trial and Error ist halt voll wichtig. Ja, Try and Error ist auf jeden Fall wichtig. Man schafft nicht immer jedes Teil sofort äh, genauso, wie man es haben möchte. Es kam auch schon ein paar Mal vor, dass ich ein Teil, was ich im Stream gebaut habe, danach nochmal gebaut habe. Und ah. ja. <laughs> Weil wenn wir dann Aber das sagst du deinen Followern auch, oder? Ähm, du, du, ja, du tust klar. dann nicht so wie, wie in, so einem, in so einer Fernsehkochshow, wo man dann das fertige Essen plötzlich aus dem Off gereicht bekommt. Nein, nein. Meistens habe ich es dann entweder auf Instagram irgendwo in der Story erwähnt oder ich habe es tatsächlich im nächsten Stream gesagt, ja, Leute, ich habe das Teil jetzt noch mal gebaut, weil das und das hat mir nicht gefallen. Und es gab auch schon Momente, da hat es im Stream einfach überhaupt nicht geklappt. Da hatte ich zum Beispiel die Handschuhe von Aquaman angefangen. Die waren am Anfang einfach eine Vollkatastrophe mit den, mit den Rüstungsteil der, der, der ähm, mhm. Handflächen oben. Ich, ja. ich habe die einfach nicht hingekriegt im Stream. Die sahen einfach scheiße aus, die waren zu mhm. klein. Und dann habe ich mich nach dem Stream nochmal hingesetzt. Da habe ich da, Ich wollte eigentlich ins Bett gehen und dann dachte ich mir, nee, du machst jetzt diese blöden Schnittmuster fertig, dass das endlich passt. Ja, da ärgert man sich ja. dann, ne? Und dann hatte ich wieder sozusagen dann diese ähm, private Ruhe, sag ich mal. Da war ich so für mich und hab mir meine Musik dann wieder angemacht. Ich crafte immer ganz gerne mit richtig, äh, ja, das hört sich jetzt lustig an, äh, laut, laut Metal in, der, an, an, in den Ohren. Das geht einfach am besten bei mir. Und dann, mhm. ja, lasse ich meinem, meinem Kopf einfach freien Lauf und dann funktioniert das auch meistens. Aber manchmal habe ich das in den Streams, dann funktioniert es nicht unbedingt sofort. Aber dann sage ich halt auch wieder: ja, daran seht ihr, Leute, das ist live und nicht immer alles ja. funktioniert perfekt. No. Das finde ich auch ganz wichtig, ja. ne? dass man das halt ähm, Ja, einfach, dass man da ehrlich ist. Ja, sollte man auf jeden sagt, Fall auch. Man arbeitet und man schafft halt auch ja. nicht immer alles perfekt, weil gerade in dieser Welt, in dieser Cosplay-Welt, hat man halt manchmal das Gefühl, wie du auch schon sagtest, ne, es gibt diese ganz großen CosplayerInnen und wow, oh, so gut werde ich nie. Und das schüchtert einen dann direkt ein. Und wenn man dann von genau diesen Leuten halt hört ja, Mist, da habe ich voll den Fehler gemacht und das ist voll der Fehler und sowas. Äh, da lernt man halt, finde ich, viel besser und dann wirkt alles auch so ein bisschen menschlicher einfach. Ja, genau. Nee, das die ist berühmte Authentizität. Ja. ja. Ja, die sollte man einfach auch immer, immer bewahren, egal wie, be, wie bekannt man wird. Ähm, ich habe mir das auch gesagt, egal wo das jetzt bei mir hinführt, auf lange Sicht. Ich will halt einfach gucken, dass ich ich bleibe und nicht irgendeine Maske aufsetze oder irgendwie jetzt. Auch wenn du eine Maske aufsetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Als Joker, ja. <laughs> Immer ein Lächeln im Gesicht. Genau. Ähm, ja, die habe ich mir extra dafür, dafür halt ähm, geholt. Die habe ich aber nicht selbst designt. Mhm. Mit 3D-Design selber werde ich erst noch anfangen, wenn ich ja. da mehr, wieder mehr Luft habe. Das ist schon etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte das 3D-Modellieren lernen. Ich mache da auch kein Geheimnis draus, dass die ganzen 3D-Files nicht von mir sind. Also jetzt stimmt. Ja, Aquaman habe ich Man einen. Muss ja auch sagen, woher ja. es ist. Ne? Ja, Aquaman <laughs> habe ich tatsächlich eine Sache, die ist 3D gedruckt. Das ist der Trident. Den wollte ich ah, perfekt geil. haben und dann hat, den hat mir ein, äh, ein, ein Freund designt und äh, ja, mhm. den habe ich ja jetzt von ihm. Wie gesagt, ich ich habe auch nicht immer alles, äh, was, ich, was ich habe, ist von mir selbst gemacht. Ähm, die Wig, ich habe mittlerweile, sag ich mal, vorsichtig so ein kleines Team auch hinter mir aus Freunden, die mir, die mir helfen. Ähm, ja, voll super. Das sollte man auch immer ja. haben. Also ich habe die Javanna auch immer am Start für meine Perücken ja. und sag Javanna <laughs> hilf mir. Ja, ich habe für Perücken <laughs> habe ich jetzt auch äh, die ähm, Lisa Riegel Sculptor heißt sie. Oder Laserless mhm. Cosplay. Die macht meine Perücken und die hat mir jetzt auch eine neue Aquaman Wig gemacht. Und die sieht diesmal jetzt endlich so aus, wie sie aussehen soll. Und äh, ja, das, was man mit Kunsthaar halt so hinkriegt. Ähm, ich werde mhm. aber vielleicht auf lange Sicht nochmal gucken, ob ich mich doch eine echter Perücke zulegen werde. Ich muss mal schauen. Boah, deine Perücke ist schon so geil. <laughs> also, das ist, das ist wirklich Eigenanspruch da. Ja. Ja, die auf dem ich Bild. Ich bin auch ganz ehrlich, also von mir jetzt als, äh, als Frise gelernte Friseurin, äh, äh, Echter Perücke ist nicht immer besser als äh, Kunsthaarperücke. Ja. Schon allein wegen Pflege und Styling. Also eine gute Kunsthaarperücke, die immer noch nur, ich sag mal, ein Drittel von einer äh, Echthaar-Perücke kostet oder so, äh, ist trotzdem oder, oder sogar noch weniger, ist manchmal viel besser einfach, weil die dir in Form bleibt und weil du die eben nicht jedes Mal aufs Neue stylen musst, weil jedes Styling ja dann auch das Echthaar, genau wie dein eigenes Haar, auch wieder in äh, mit Leidenschaft sehen ja. kann. Ne? Guck mal, wieder was gelernt ja. heute hier im Podcast. Das ist, ne? Ja, das ist <laughs> übrigens auch so eine Sache. Ich lerne heute noch dazu. Auch ja, bei Aquaman genau, jetzt habe ich auch mir auch. Ähm, ich habe jetzt durch meine letzten ja. beiden Cosplay-Projekte habe ich eine Menge gelernt. Ich habe durch Joker habe ich Modellieren gelernt. Ich habe jetzt tatsächlich, mhm. weiß ich jetzt, wie man Gesichtsprothesen macht. Das Hammer. hat mir die Lisa beigebracht in dem äh, in, in äh, bei über Discord, da haben wir Videokonferenz gemacht, da hat sie sich einen Nachmittag Zeit genommen, hat mir das alles erklärt, wie ich das ja. machen muss. Ähm, dann habe ich mir auf Twitch, ach auf Twitch, auf äh, YouTube noch ein paar Tutorials angeguckt, wie man mit ähm, mit Clay modelliert und ja, das habe ich mir dann angeeignet und dadurch ist dann halt auch die Nase und das Kinn von Joker entstanden, die ich bei ja, dem Shooting so mit Jasmin aus. und mir trage. Ähm, Dankeschön. <laughs> war mein erster ja. Versuch, also ja, ja. also äh, für den ersten Versuch ist das schon sehr perfekt. Ja. also meine ersten Versuche sahen bei weitem nicht so aus wie das, was du als ersten Versuch hast. Ja, wie gesagt, ich, ich recherchiere mittlerweile mal ziemlich viel, bevor ich mich irgendwo reinstürze ja. und ähm, das ist auch ganz sinnig. Ja. nee, das muss einfach sein, weil wenn man zu viel Try and Error macht, dann ist man auch wieder frustriert. Aber ich sag mal, man genau. sollte vorher die Theorie Wissen, wie es funktioniert, bevor man wirklich in die Praxis geht. Das kann ich jedem ja. nur ans Herz legen, ja, bevor man das sich. Ist measure twice, geht. cut once. Ja, zum Beispiel, genau. Ich kenne das, ich kenne das. Das ist bei mir alleine schon, äh, wenn ich Stoffe kaufe. Ich kaufe prinzipiell immer fast doppelt so viel, wie ich brauche. Einmal, weil ich so viel Angst habe, dass ich was ruiniere, was falsch mache und sowas. Mhm. Und ähm, ja. Das ist einfach äh, mein persönlicher Schisshase, der da reagiert. <laughs> Machst du denn keine Vorab-Nähgeschichten äh, Vorab mit es billigem Stoff? kommt drauf an. Ja, es kommt halt wirklich drauf an. Also wenn das jetzt einfach ein Cape ist, nee, sorry, dann mache ich das nicht, weil ich habe jetzt schon ungefähr 700 Caps. Ja, im gut, immer sie. Aber trotzdem, dran, ne? ne, vertut man sich ja. halt manchmal bei Sachen. Und das ist dann halt immer so das Ärgerliche. Und weil ich davor Schiss <laughs> habe, bestelle ich immer mehr, als ich brauche. <laughs> ja, aber das ist auch besser. Lieber ein bisschen zu viel als ja. zu wenig. Ja. Ich finde aber auch manchmal hat die Lea einfach ein äh, ganz schön falsches äh, Gefühl für ihren eigenen Körper. Also, also äh, so will die ein Kleid nähen, das noch nicht mal bodenlang ist. Dann sagt die, boah, Javanna, meinst du, drei Meter reichen dafür aus? <laughs> Und ich sag, Mädchen, du trägst äh, Größe, ne? Du, du, du bist kein Mammut. <laughs> Ach, das ist halt so. Ja. Mit drei Meter Stoff kann ich für mich anderthalb Kleider nähen. Ja, von nähen, da bin ich auch noch komplett am Anfang. Also, das ist halt einfach auch das Schöne am Cosplay. Es gibt so viele Sachen, die man dadurch lernt. Wenn mir damals, sagen wir mal, wir gehen einfach mal zehn Jahre zurück und mir mhm. hätte mein, mir hätte damals jemand gesagt, dass ich irgendwann selber Kostüme mache und äh, Cosplayer werde. Ich hätte den angeguckt, hätte den Ausgang gesagt, du hast doch einen, hast doch ein, äh, Vogel. <laughs> ja, du bist doch nicht ja. ganz dicht. Ich und Kostüme machen ja. klar. Ich habe zwei linke Hände. Ne? Mhm. Ich, das ist halt wirklich dieser Lerneffekt ja. einfach. Ne, ich kenne das. Also wenn ich mir meine Kostüme angucke und denke so, ja, was ich heute an Kostümen gemacht habe, teilweise, hätte ich vor fünf Jahren hätte ich auch gesagt, nee, schaffe ich nicht. Mhm. Ja, das ist heftig, ja. wie man sich so entwickelt. Also die kreative Ader war irgendwo schon immer bei mir da, aber ich habe da nie wirklich was mit anfangen können, weil ich nie wusste, was will ich überhaupt mit Kreativität machen. Ich habe früher gezeichnet, das habe ich dann mit 18 habe ich damit aufgehört, dann habe ich gar nichts mehr gemalt und dann ja wie gesagt dann war mein Sohn halt auf dem Weg und dann dachte ich mir ey komm jetzt muss er aber irgendwas können was andere Väter nicht können und dann fing das alles wieder an ich finde das so hammer <laughs> das ist so eine geile Geschichte also <laughs> das werden wir bestimmt noch ein paar mal irgendwie referieren im Podcast <laughs> echt super ja, ähm, wir haben ja eben schon gesagt, dass unser Podcast quasi zwischen zwei Cons jetzt rauskommt. Ja. Ja, wir haben jetzt am Wochenende, wir haben jetzt heute Mittwoch, den 24. Und ähm, am Wochenende ist die Comic Con in Stuttgart. Toi, 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 wenn alles Ich klappt, hoffe es, äh, ich das? hoffe es. Und danach, die Wochenende, ist die Comic Con in Dortmund. Jo. Also, wir haben jetzt zwei große Cons direkt hintereinander. Da bin ich auch. Das, das wollte ich dich nämlich <laughs> gerade fragen. Was wird denn das nächste Event sein, auf dem du ja. bist? Aber gut, dann ist es ja die Comic Con in Dortmund. Yep. Bist du da auch wieder als Walking Act dabei? Nicht als Walking Act, da bin ich bei der Taroluna am DC-Stand. Die hat einen Fotostand. Ah, schön. Ja, da werde ich dann auch als Aquaman, wenn er die Con überlebt, muss ich dazu sagen, er ist ein Prototyp. Er hat seine Macken. Er ist nicht perfekt. Ja, also vor allen Dingen der Ellenbogenbereich mm. ist sehr unter Spannung. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe die Schuppen teilweise miteinander oder größtenteils miteinander verklebt und habe nicht bedacht, dass der Stoff sie auch noch dehnen muss, wenn ich mich bewege. Das ist der Lernpunkt. Ja, also ja, wenn ihr in Klassiker. meinen Insta-Highlights guckt, ich weiß nicht, ob ich schon in die Highlights gepackt habe. Ich habe tatsächlich ja. vor drei ja. Tagen den Suit an. Ich glaube vier oder fünf Stellen noch mal auseinandergerissen und habe Teile rausgeschnitten mm, wow. und komplett neu gemacht. Ich habe auch gedacht, ich glaube, ich spinne. Yes. Ich wollte den, ich wollte Aquaman eigentlich schon absagen. Ich dachte, das schaffe ich nicht mehr. Aber mm. ja, jetzt steht er äh, komplett in Silbergrundiert hinter mir und kriegt he voraussichtlich heute <laughs> oder morgen noch seine seine Orange-Gold-Lackierung und äh, so cool. ja. Ja, du hast ja auch noch zwei Streams geplant diese Woche. Streams habe ich in deinem in deinem Twitch äh, Zeitplan gesehen. Ach so, ja, 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 wo heute und morgen wieder ges, ge, ge, gestreamt würde. Ja, der ist momentan nee. nicht ganz aktuell, weil ich habe ähm, letzten Donnerstag, ich habe da Freitag noch mal eingemacht und habe gesagt, ich werde wahrscheinlich keinen Stream mehr machen, weil ich in mhm. aller Ruhe fertig werden möchte. Genau. Weil Streaming ist äh, in der Hauptsache, ich sag mal, wenn ich streame, das was ich baue ist eine Nebensache. Ich bin da mehr mit der mit der Community beschäftigt. Da ist es ah, mir einfach wichtiger schön. dann mit den Leuten zu reden, auf die Fragen einzugehen, mich mit denen zu unterhalten. Das ist bei mir mehr so ein Just Chatting und das Craften läuft nebenbei. Es gibt aber immer wieder so Momente, ja. da sind die Leute dann hey, äh, sag mal, wie geht denn das und äh, kannst du mir mal erklären, was du da machst und ich habe jetzt gerade das und das, wie wie würdest du das machen? Dann kommen dann auch wieder solche Momente. Aber meistens, ich habe mhm. so eine kleine Community, mal so zwischen zehn elf Leuten so ungefähr die sind dann meistens so in meinem Stream drin und dann Voll schön. ja auch aktiv dann das ist ja immer ja. schön ja und kannst du dich denn überhaupt so aufs äh, Crafting konzentrieren wenn du halt gleichzeitig den Chat liest weil für mich ist das immer beim Twitch eine ja absolute das ist Hinausfall. so ein, ja das ist so ein Spagat ne es ist schwierig ja, also ich ertappe äh, mich oft dabei dass ich es, dass ich mich ins, im Crafting verliere dass ich dann wirklich mm. mal fünf sechs Minuten überhaupt nicht auf den Chat achte und dann habe ich aber auch teilweise Tage, da bin ich im Stream drin, habe mir vorgenommen so ich mache jetzt ähm, weiß ich ja. nicht x und dann bist du quatsch ich habe ne? jetzt sieben <laughs> Schritte, die ich fertig kriegen möchte und am Ende habe ich nur zwei geschafft, <laughs> weil ich mich die ganze Zeit unterhalten habe ja, das ist halt auch irgendwie dieses Schöne von Tsch, ja. ne, dass man sich dann so ein bisschen mit der Community verlieren kann. Ja, das ist es. Also ja. ich mag das immer ganz gerne. Ähm, du hattest eben gesagt, dass du in der auf der Comic Con in Dortmund, das wird ja dann die nächste Con sein, ja. ne, die, wo die Leute halt auch sehen, dass du da bist. <laughs> weil wie gesagt, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja schon in Stuttgart gelaufen. Ja. Ähm, da bist du bei der Jeanette, bei der Taroluna am Start. Genau. Äh, was macht sie denn da genau? Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber ähm, erzählen? Für alle, die halt jetzt vielleicht gerade den Podcast hören und dich dann da treffen wollen? Ja, die haben da, also sie und noch jemand, haben da einen Stand, sieben Meter, glaube ich, geplant mit zwei Leinwänden, wow. die also ans DC-Universum angekoppelt ist. Ich glaube, das eine ist Gotham-Stand oder sowas und der andere ist, glaube ich, mehr auf Catwoman bezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir zwei Fotoleinwände da haben, da hat man dann die Möglichkeit, dann halt Fotos zu machen, so im, im DC-Stil. Da werden dann auch ein paar DC-Cosplayer vor Ort sein, mitunter dann auch mhm. ich. Geplant ist Aquaman und Joker, genau wie in Stuttgart. Cool. Ja, Joker nehme ich momentan deswegen, weil äh, wir haben ja noch äh, ja das böse C aktuell und <laughs> das <ist natürlich> super. <laughs> ja. ja. Ähm, da bietet sich das halt an, dass ich dann auch die Maske gut tragen kann, weil genau. ich habe ja auch gleichzeitig einen Vollbart und Joker mit Vollbart ohne Maske, das sieht ah, einfach ja, nicht okay, aus. Okay, das ist schwierig. Ja, ne? das, das ist, schwierig. ist halt ein fieses Cosplay, deswegen wird man mich auch so oft nicht mit den Latexteilen sehen. Mit dem Kinn ja, und klar. der Nase, weil ich möchte Stimmt mir nicht jedes Mal, wenn ich Joker anziehe, dann die, ja, den ja. Bart abmachen. Das ja. dauert schon so seine drei Monate, bis man sich wieder wohlfühlt. Das ist auch oh, oh. persönliches äh, Wohlbefinden bei mir, weil ich mag mich ohne Bart halt nicht so. Fühle ich mich ja. nicht wohl. Ja. Ja, du hattest gerade schon das böse C angesprochen, mhm. aber eine gute Sache hatte die Pandemie ja schon irgendwie, ähm, zumindest für die meisten Cosplayerinnen und so, dass man halt eigentlich mehr Zeit hatte, sich hinzusetzen. Jetzt ist es aber so, dass wir tatsächlich mit super vielen geredet haben im Podcast und die haben alle gesagt, ja, eigentlich hatte ich für meine eigenen Cosplays gar keine Zeit, aber ich habe in der Pandemie das und das entwickelt. Ich habe zum Beispiel getwitcht, ich habe auf meinem Instagram-Kanal was Neues aufgebaut und Live-Videos gemacht und so. Hat sich für dich auch positive. Irgendwie was verändert in der ganzen Zeit? Ähm, also, ich hatte eine Zeit lang so eine kleine Tiefphase, da habe ich gar nichts gemacht. Ja, wir alle. Ja, wir alle. Und dann irgendwann <laughs> äh, ja, kam mir halt dieser Joker-Gedanke. Und dann fing ich an, mich dann halt mit Latex zu beschäftigen. Mit Modellieren, Latex. 3D-Druck habe ich intensiv äh, in der Pandemie dann betrieben, dass ich das lerne, dass dann die Sachen auch wirklich, äh, ja, wie echt aussehen. <laughs> Beispiel die Äxte. Grundieren, schleifen, grundieren, schleifen, bis der Arzt kommt, sag ich nur. <laughs> ja. ja, also da habe ich halt so dann in der Hinsicht meine Hausaufgaben gemacht, habe mir die Zeit dafür genommen und ähm, ja, so also den ein oder anderen Kniff beim Foam habe ich mir dann auch noch angeeignet. Ich habe selber halt auch sehr viel Streams geguckt, wenn ich selber nicht gestreamt habe. Ja, also. Ja, also du hast halt mehr so versucht, dir mehr Wissen ja, anzueignen. Ja, ich habe das so genutzt. Zeit, ne? Genau. Ja. Hammer. Und was sind jetzt deine zukünftigen Cosplay-Pläne? Also hast du da jetzt noch irgendwie was, was du sagst, boah, das möchte ich unbedingt mal ja. machen? Ähm, was vielleicht auch noch nicht dein Skill-Level ist, was aber so ein Traum wäre? Oder hast du auch was, von dem du sagst, okay, das mache ich definitiv als nächstes? Ja, als nächstes äh, wird auf jeden Fall noch was kommen. Da kommen zwei Charaktere aus dem Marvel-Universum. Nice, äh, die kann ich auch schön. ankündigen. Äh, wobei der ja, eine so. davon wird eine okay. Variante. <laughs> Ich ah, glaube, das cool. ist ein guter, ein guter Teaser. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich hatte irgendwann mal den Loki mit Bart erwähnt. Ja, ja. geil. Den möchte ich irgendwann machen <laughs> oder auch optional ohne, je nachdem. Alligator Loki, Alligator Loki. Ja, also Loki steht auf jeden Fall auf dem Plan. Tor möchte ich irgendwann ja, machen. Sag Scheid, ich meine raus. Ja, sag Bescheid, hol dich meine Silvi raus. Tor möchte ich auch machen. Ja, Tor ne? steht der auch ja auch bestimmt Hammer mit dem Bart. Also. Da werde ich nochmal vielleicht gucken, ob ich mir dann nicht doch die Haare blondiere. Ich werde es versuchen, mhm. aber erstmal muss man Undercut rauswachsen. Na, ansonsten wird das auch wieder mit einer Wick und äh, ja auf jeden Fall aber Tor steht, weil ich mache ja auch selber Geil. seit äh, August wieder ganz aktiv Fitnesstraining und bin am wachsen. <laughs> ja, Super. ich habe. Äh, da muss man das nutzen. Ne? Ja, <laughs> ja, ich habe auch auf der Comic-Con in Dortmund meinen McCree zum Platzen gebracht hinten am Rücken. Der ist auseinandergebrochen, als ich tief eingeatmet habe. <laughs> da Sind die Nähte aufgegangen. Hulk. Ja, Geil. ja, da hat sich ja, auf passiert. jeden Fall tut sich da was und das. Äh, ja. Hammer. Und da kommt noch was das aus dem Herr der Ringe Universum. Das halte ich aber noch oh. geheim. Boah, Hammer. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Da bin ich mal sehr gespannt, was du da machst. Ja. Also, wir werden das ja dann hoffentlich äh, nächstes Jahr vielleicht. Ja, das so ist sehen so als nächstes angedacht. Ja, cool. Da hat dann auch die Jasmin was mit zu tun. Ja, das habe ich oh. mir schon fast gedacht. Ja, wieso? Ja, weil sie ja auch viel Herr der Ringe ja. macht. so für sich so. Ne? Ja, nee, da, äh, wenn man ganz genau hinsieht, dann wird man vielleicht auch ja ahnen können, was. Ne? Ja. Da muss man mal ein bisschen suchen. Gab auf jeden Fall schon einen Teaser dafür. Ja, ja. aber das halte ich doch unter Verschluss. So. Mehr sage ja, ich klar. dazu nicht. Also, ich mich immer alles verraten, das ist einfach oder? nur das just for fun. Ja das hat jetzt keine anderen Hintergründe. Ja, Und wenn ihr schauen. wissen wollt, was das nächste Cosplay ist, dann folgt Orin Cosplay <laughs> auf folgenden Kanälen. <laughs> dum, dum, dum. Ja. Jetzt kannst du einmal gerne deine Kanäle nennen. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, Orin Cosplay einfach zusammengeschrieben auf Instagram. Und Wo findet man dich sonst noch? Also auf Instagram ist halt Orin Cosplay zusammengeschrieben, genau. Auf TikTok gibt es mich auch, aber da bin ich. Nein, geil. <laughs> aber Muss ich gleich direkt suchen? Ich bin momentan TikTok. Ja, richtig. da bin ich aber noch nicht ganz so aktiv. Also was heißt nicht, nicht so ganz aktiv? Ich habe da nicht so viel Reichweite. Das kommt nicht so ganz ins Rollen bei mir. Ähm, da war ich halt gemischtes. Also ich lade da sozusagen hoch, was was mir gerade in den Sinn kommt. Also jetzt ganz aktuell mhm. hat meine Freundin ein Video gemacht, wo ich versuche aus dem Aquaman rauszukommen. Das ist auch mehr so im Dunkeln. <laughs> es sah einfach so lustig aus. Ich habe einfach hochgeladen. Okay, ich bin es sehr Es ist gespannt. einfach saumäßig Albern aus meiner an. Sicht und ich musste lachen. Ja, perfekt. Albern ist der ja. Wir lieben Albern. Ja, also ich poste da so, was mir in den Sinn kommt. Ja, das, aber so Cosplay ist eigentlich schon so das über, so der über äh, die Überschrift, die ich da habe. Aber hin und wieder kommt auch einfach irgendwas. Ich habe mich auch irgendwann ja. mal auf den Basketballplatz gestellt, habe das mal gefilmt mit dem Rücken zum Korb, habe einen Ball genommen und habe mich einen Ball geworfen und bums geht das Ding durch den Korb. <lacht> ja. <lacht> ja. Geil. Ja. Und cool. ja. Da müsste ich eigentlich auch zusammengeschrieben Orin Cosplay heißen bei TikTok. Und dann hm, bin ich. Wir posten auch alles nochmal in die Beschreibung ja. von unserer. Und dann bin Seite. ich auch, wie gesagt, auf Twitch aktiv. Auch äh, slash Orin Cosplay. Eigentlich findet man mich überall unter Orin Cosplay zusammengeschrieben. Original Glaze habe ich auch einen Account, aber da bin ich jetzt nicht sehr aktiv. Hm. Ähm, ja. Das war's im Groben. Ja, Facebook ist so Einmal nebenbei eine eine ich wollte gerade sagen, ja, eine Facebook. aussterbende Facebook Page mm. wie jeder. Ja, da muss man gucken, was da jetzt kommt, weil da kommt ja auch bald äh, dieses Meta, das wird ja in Meta umbenannt. Ja. Oh, ich habe da noch gar keine Ja, Ahnung. Die, die machen da irgendwie ein neues Konzept mit und da bin ich mal gespannt, ob Facebook dann wieder ein bisschen mehr relevant wird. Muss man gucken lasse ich genau. mich Das wird auf jeden Fall der Ihr Ziel sein, denke ich. Sonst würden Sie den ganzen Aufwand nicht machen. Ja, sollte. Ne? <laughs> ja, also das sind so meine ja, Social-Media-Kanäle. Und Twitch bin ich Hammer, Hammer. Ähm, in der Regel immer Mittwochs und Donnerstags so gegen 20.30 Uhr und dann streame ich meistens so bis 22 Uhr. Ja, immer wenn der Klin im Bett ist. Genau. Ne? <laughs> Manchmal kommt er auch noch in den Stream geschossen, weil er nicht schlafen möchte. Das ich weiß nicht, ob man ihm jetzt im Hintergrund gehört Wie alt ist der? Hat. Acht. Wie alt? Ah, oh, süß, ja. Super da kann man ja Alter. auch schon Meinungen zum Hobby haben. Ja. Mhm. ja. Der feiert das halt auf jeden Fall immer. Er fand das auch gar nicht toll, dass ich gesagt habe, ich nehme deinen Asterix mit nach Stuttgart, äh, dass der mir aber ja wiederkommt. Äh, das ist mein. Ja, das ist meiner. Hallo. Hast du mich überhaupt gefragt? Ich sage ja. Ich sage, ich habe den gebaut. Hallo. <laughs> ach super süß, ja. ja. Echt cool. Ah, ja. Wenn das so weitergeht mit äh, regelmäßig Ständen und so, dann kann der ja bald dann auch selber mit, wenn er was älter ist. Ja. Da gehe ich mal von ja, aus. An den, den so. Ghostbuster-Ständen haben wir auch immer kleine Kids dabei. Ja, das hat er mich genau. auch schon gefragt. Er wollte einen Ghostbusters haben, aber so ein Proton-Pack auch mit Licht und alles. Und dann denke ich mir so: Oh ja, ja. <laughs> Kenne ich. Das ist auch mal Ja, also wenn auch. du dann gerade eh schon <laughs> dabei bist, wir beide haben auch äh, Ghostbuster-Kostüme ohne Proton-Packs <laughs> <laughs> bisher. <lacht> Ja. ja, da muss ich, ich mal gucken, das, ob ne? ich mich da irgendwann mal dran traue, weil da ist ja so viel Technik teilweise drin, wenn man die Beleuchtung ja, haben eben. möchte und so, so, die Falle und sowas dann auch mit. mit, äh, mit also Nebel. da gibt es auf jeden Fall auch eine sehr aktive Community, hm. die Ghostbusters Germany. Äh, die sind da, äh, die haben ganz die viele selbstgebaute auch. Protonenpacks und wissen kann, geben einem auch sehr gerne Tipps, wie man das selber macht. Ja. ja. Kann ich nur empfehlen, die sind ja dann auch in Dortmund, sehr wahrscheinlich am Start. Gehst du einfach mal hin dann kannst du dir das da von denen auch nochmal angucken, wie die das gemacht haben. Vielleicht hilft das ja auch nochmal, äh, die Motivation zu steigern. Ja, auf jeden <laughs> Fall. Das kommt sowieso ja. sehr oft vor, dass ich mich mit Leuten verquatsche, die cooles Zeug bauen. Da ja, wird man dann einfach wir. irgendwo auf der auf der Con, äh, kommt man dann ins Gespräch und ja. Hm. Ja, ja, Cosplay mega. verbindet, habe ich ja vorhin ja, schon mal auf jeden gesagt. Fall. Also es hat mir schon so viel gegeben, dieses Hobby. Ich bin da auch äh, so tief drin jetzt mittlerweile, ich möchte auch nicht mehr aufhören. Es macht einfach Spaß. <laughs> ich habe auch schon Langzeitprojekte gemacht. Äh, wenn ich <laughs> irgendwann mal alt bin, dann äh, kommen auch Gandalf und sowas an den Start. Und <laughs> ja. Ich habe schon lange. Mein Traum Jahre. ist, dass irgendwann, irgendwann, wenn ich alt, also wenn ich alt genug dafür bin, die, die Oma zu machen, der der, der Vogel tweetet. Ja <laughs> geil, ja. Das ist auf jeden Fall was. Ja. Hast du zum Abschluss noch irgendwie was, was du unbedingt loswerden möchtest? Äh, ja. Weisheiten von. Weisheiten von Oren. So? <laughs> ja, das. Was ich immer gerne sage zum, zum Ende, wenn es um Craften geht, äh, nicht gleich äh, versuchen hoch hinauszukommen fangt mit was Leichtem an und äh, nicht gleich aufgeben, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Und ähm, mhm. noch mal eine Sache in eigener, äh, also was mich angeht, wenn ihr mit dem Hobby anfangt und egal wer von euren Bekannten euch schräg anguckt und meint, du hast doch eine Macke, du spinnst doch. Lasst euch eure Träume nicht vermiesen, nur weil keiner an euch glaubt. Denn das habe ich in meiner Familie Richtig. gehabt. Die haben mich alle belächelt. Ach, Alter Freundeskreis nö. aus der Schulzeit, ja, ja. Die haben alle gesagt: Ja, so also bist doch, du spinnst doch, was, was stimmt nicht mit dir? Du bist 37. Was was rennst du im Kostüm über eine Con? Bist du 16 oder was? Na, die haben mich alle ausgelacht und. Äh, Banausen. ja mittlerweile Riecht ja aus. ich glaube ja es ist auf jeden Fall ruhig geworden also mittlerweile sagt keiner mehr was über das ja. so Nee, ist weil es. die auch sehen was für tolle Arbeit ja und, und ich habe auch schon cool, sehr viele Sachen ist. mittlerweile kleine Erfolge erzielt dadurch und äh, ja ich hoffe mal dass das jetzt äh, auch verstummt bleibt weil es ist schon sehr anstrengend ständig genau. die Diskussion zu führen Na? Deswegen lasst euch da ja. nicht reinreden. Wenn ihr Bock auf das Hobby habt, macht es. Und Do scheißegal, it. was die Welt dran denkt. Und es werden auch andere Leute <laughs> genau. kommen, die Leute helfen. Leut ja, ja. Und halt die Leute immer. rennen auch äh, jede Woche auf dem Fußballplatz, obwohl sie keine Profis sind. Also was einem Spaß macht, darf man machen. Ja. <laughs> genau. Absolut. Ich finde, das waren die perfekten Abschlussworte. Also danke, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Und wir freuen uns schon total, dass wir dich jetzt am Wochenende dann hoffentlich, wenn alles klappt, toi, 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 in Dortmund äh, in, Stuttgart in Stuttgart sehen. Stuttgart. <laughs> Und dann danach die Woche. Genau, ich war schon wieder in der nächsten Woche, weil wie gesagt, wenn der Podcast rauskommt, sehen wir uns dann in äh, ja. Dortmund. So, <laughs> super. Dann danke fürs Zuhören an euch da draußen. Ihr wisst ja, wo ihr unseren Podcast findet. Ihr findet hipster Fangirl Fashion auch auf Instagram, Facebook und Co. auf unserem Blog. Und ich würde sagen, bis dahin. Nerdizismus.de Danke, Yavanna. Bis dann. Macht's Ciao. Gut. Tschüss. Ciao.